So. Aber das ist in Ordnung, selbst wenn niemand zurückkommt. Solange ich mit dir zusammen bin, solange du an meiner Seite bist, werde ich nicht aufgeben, auch wenn ich Angst habe. Tifa. Tifa, warum sagst du sowas? Egal wie nah wir uns sind, wir waren vorher weit, weit voneinander entfernt. Aber als wir uns im Lebensstrom befanden und von all den Angstschreien umgeben waren, dachte ich, ich hätte deine Stimme gehört. Jetzt wird's romantisch, glaube ich. Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber tief in meinem Herzen hörte ich dich meinen Namen rufen. Zumindest dachte ich das. Ich glaube, davon habe ich auch gehört. Damals war es Tifas Stimme. Cloud, glaubst du, die Sterne können uns hören? Glaubst du, sie können sehen, wie sehr wir für sie kämpfen? Ich weiß nicht, aber... Ganz egal, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, und an uns selbst glauben. Eines Tages werde ich die Antwort finden. Ich darf nur nicht aufgeben. Ja, genau. Uns steht morgen eine große Schlacht bevor. Wir sollten besser etwas schlafen. Ja, du hast wohl recht. Jo. Eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, Cloud macht sich ja auch im Film Advent Children, also nach den Ereignissen von Final Fantasy VII, macht er sich ja lauter Vorwürfe, dass er schuld an Aeris Tod sei, weil er einfach vom Willen und vom Charakter zu schwach war. Eigentlich könnte man das ja so sagen, dass es stimmt. Aber gut. Ich meine, jetzt hat er seine starke Persönlichkeit wieder. Vielleicht auch ein bisschen zu spät. Es dämmert schon bald. Morgen, Tifa. Es dämmert schon fast. Guten Morgen, Cloud. Gib mir noch ein wenig Zeit. Nur ein bisschen. Ja, das sage ich auch jeden Morgen. Dieser Tag wird nie wieder zurückkommen. Lass mich diesen Moment auskosten. Genau, schlaf noch mal eine Runde. Oh, wie süß. Wie süß die beiden da schlafen. Bam, 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 bam. So, war gespannt, wer alles zurückgekommen ist. Yeah. Da sitze ich nun. Und warte auf schönes Wetter. Wir gehen wohl besser. Nur die beiden? Aber ich... Okay, Tifa. Das hast du gestern selbst gesagt. Zumindest müssen wir nicht alleine gehen. Ja, das stimmt. Okay, los. Los geht's! Das wäre was, jetzt nur mit Cloud und Tifa gegen Sephiroth. Das wäre was. Aber nee. So sollte es eigentlich nicht sein. Das Luftschiff ist etwas zu groß nur für uns zwei. Ja, es ist etwas einsam ohne die anderen. Mach dir keine Sorgen, es wird okay sein. Ich werde genug Krach für alle machen. Ist das ein Versprechen oder was? Außerdem bin ich der Pilot. Kein gemütliches Herumfliegen mehr wie vorher. Wir werden keine Zeit haben, uns einsam zu fühlen. Das kann ja heiter werden. Oh, was zur Hölle? Es bewegt sich! Es bewegt sich! Oh mein Gott! Warum bewegt es sich nur von alleine? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, Kai Sid! Ey! Barrett und Sid. Barrett? Sid? Oh, ist das in Ordnung? Ey, und Red ist auch dabei. Red, yay. Warum hast du es mir nicht gesagt? Jetzt gibt's erstmal Haue. Aber
Du weißt, Sid. Hey, Red, wenn du dich jetzt einmischst, weißt du nie, was sie später sagen. Hast du zugehört? Oh, wie peinlich. Genau, erstmal ein bisschen verlegen. Oh. Vincent! Ja, natürlich auch wieder mit dabei. Mal gucken, ob sich Yuffie noch hierher traut. Warum guckst du so verwirrt? Du willst nicht, dass ich mitkomme? nein, nur du bist immer so kühl. Ich dachte, es wäre dir egal, was passiert. Kühl? Ich schätze, so bin ich nun mal. Tut mir leid. Wow, graziler Sprung. Na, sieh einer an. Der Shinra-Manager ist zurückgekommen. Oh, wow. Kai Sith ist wieder da. Oder besser gesagt, Reef. Entschuldigt bitte, aber ich wollte mit der Hauptgruppe kommen, aber ich konnte nicht weg. So haben mich Leute in Midgar aufgenommen. Okay. Ich weiß, dass ich einen ausgestopften Tierkörper habe, aber ich werde wirklich hart arbeiten. Na, dann gib dein Bestes. Es fehlt nur noch Yuffie, oder? Ich schätze, das wären alle. Nein, Yuffie fehlt. Sie wird nicht kommen. Wenigstens hat sie diesmal nicht unsere Substanz geklaut. Dafür sollten wir wohl dankbar sein. Ja, wenn du vom Teufel redest, dann kommt er auch immer. Bam! Wie kannst du nur sowas sagen? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, nachdem ich furchtbar seekrank war. Ich mach das nicht durch, nur um zu sehen, wie ihr die besten Teile für euch behaltet. Willkommen zurück, Yuffie. Hey, Cloud! So nett von dir, dass du sagst. Bist du krank? Naja, egal. Ich werde auf meinen reservierten Sitz in der Halle warten. Erstmal weiter kotzen, ne? Ja, die Truppe ist vollständig. Das ist schön. Das ist doch schön. Ich danke euch allen. Ja, wir sind zurückgekommen, aber bestimmt nicht wegen dir. Wir sind wegen Marlene zurückgekommen. Schätze, es sind meine. Wie heißt es noch gleich? Gefühle oder so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, Barrett. Obwohl sie nicht hier ist, hat sie uns eine Chance verschafft. Wir müssen etwas tun. Genau. Aeris. Sie lächelte bis zum Schluss. Wir müssen etwas unternehmen oder dieses Lächeln wird so einfrieren. Lasst uns alle zusammengehen. Das ist Aeris Wille. Sie hätte mittlerweile zum Planeten zurückkehren müssen. Etwas hat sie aufgehalten und jetzt sitzt sie fest. Wir müssen Aeris Wunsch wahrmachen. Genau. Hat es sich jemand hier anders überlegt? Ich zähle auf dich, Sid. Ja, ja. Hier sind zwei Hebel, die mich seit einiger Zeit schon reizen. Lass mich mal versuchen. Also gut. Hättest du ein paar aufbauende Worte für uns, Cloud? Das ist unsere letzte Schlacht. Unser Ziel ist die Nordhöhle. Unser Feind ist Sephiroth. Oha. Los, ausrücken! Na, das hört sich doch mal gut an. Perfekt! Cloud hat sich zum wahren Anführer entpuppt. Wow, was ist das denn jetzt? What the hell? Weg mit den alten Propellern und her mit den Düsenantrieben. Was zur Hölle. Geil. Geil. Wir haben die Nordhöhle fast erreicht. Wir kommen, Sephiroth! So genau wollte ich es gar nicht wissen. Mann, dem werde ich es zeigen. Wow, jetzt ist er richtig Gas hier, ey. Richtig Stopp. Was ist los, Sid? Ah, eine unglaubliche Macht. Verliere Kontrolle. Hey, wer ist da denn? Die Piloten sind alle wieder da. Macht, dass ihr hier wegkommt, Idioten. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Ihr sollt verschwinden. Ja, Sir. Dies ist unser Zuhause. Oh, Mann. Hör auf, so überlegen zu tun. Also gut, ihr Witzbolde. Haltet mich mit aller Macht fest. Zum Teufel! Ja, man merkt, dass Sid nicht damit klarkommt, ey. Große Klappe, aber nichts dahinter, was? Egal. Das ist doch das Coole an ihm. Wow, 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 wow. What's up? Abgestürzt. Ja, natürlich. Ende von CD2. Yeah, ich hab's geschafft. Yeah, 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 yeah. Ich werde jetzt speichern an dieser Stelle und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Final Fantasy 7. Wenn es dann auf der letzten CD, auf CD 3 weitergeht, ja, von der Story her ist eigentlich alles gesagt. Jetzt muss es eigentlich nur noch
zu Sephiroth gehen. Wir müssen ihm den Kopf abschlagen und damit hat sich die Sache erledigt. Allerdings gibt es ja noch einige Sidequests zu erledigen, die ich nicht auslassen möchte. Und ich würde doch dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Final Fantasy VII und hoffe, ihr seid auch den Rest meines Let's Plays dabei. Tschüss!